Soll Österreich angesichts der angespannten Situation rund um Russland und den Ukraine-Krieg weiter neutral bleiben oder der NATO beitreten? Ich höre mich in Dornbirn dazu um. Ich finde, es sollte neutral gehabt werden, weil man weiß nicht, was passieren könnte, wenn man zu einem oder zu einem anderen hebt. Also, das ist meine Meinung. Also, angesichts der Situation mit Russland und der Ukraine? Genau, ja. Österreich soll neutral bleiben. Und wieso? Wieso? Weil wir eigentlich seit langem neutral sind. Und ich finde nicht, dass sich andere Länder in Kriegsgeschehen einmischen müssen, wenn sie neutral sind. Leider sind jetzt wieder zwei über NATO und würden sich auch wieder einmischen. Und das wird vielen Leuten nicht gefallen, zum Beispiel dem Herrn Putin. Ja, das ist schwer zu sagen. Aber momentan hat jeder ein komisches Gefühl, was da eigentlich rauskommt. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wir werden sicher auch ein bisschen, werden alle ein bisschen Sorgen hier. Nimm mir an. Österreich soll neutral bleiben. Wie immer. Bis jetzt sind sie immer gut gefahren damit. Und ich hätte bleiben. Auch angesichts der aktuellen Situation in der Ukraine mit Russland. Ja, dann machen sie sonst schon gute Sachen, helfen der Ukraine, aber ohne Waffen, als schwere Waffen. Wir dürfen sie nicht, oder? Ja, nach meiner Meinung sollte sie die Neutralität beibehalten, also Österreich meine ich jetzt. Und ja, weil ich denke, es ist der beste Weg im Moment. Und wieso? Ja, um nicht zu stark in den Sog dieser Konflikte zu geraten.